Herzlich willkommen zurück an. Fahren wir mal fort. So, wir sind stehen geblieben. Wir wollten dieses Gebiet dann uns holen und hier auch einen Holzfäller reinpacken, weil wir dadurch natürlich 10% mehr Holz produzieren. Haben wir jetzt erstmal nicht nötig, aber wir haben dadurch unseren Widersacher, der ja direkt hier nebenan ist, ein Gebiet streitig gemacht und müssen dies natürlich auch verteidigen. Das bedeutet, der nächste Bauer, den wir haben, war so gedacht, dass wir den nach hier schicken und dass er hier definitiv einen Verteidigungsturm an der Grenze errichtet, so weit wie möglich weg vom Gegner, denn die müssen erstmal zum Turm hin und der Turm kann über die gesamte Distanz schießen in dem Gebiet. Wodurch wir den großen Vorteil haben, dass die Einheit, bevor sie ran ist, erstmal angeschossen wird. Eventuell auch, wenn man Glück hat, schon eine Einheit vernichtet wurde. So, dann können wir hier auch direkt Eisen abbauen. Ein Schmied wäre auch sehr hilfreich, habe ich jetzt gerade nochmal so mir überlegt. Denn mit einem Schmied können wir ja, wenn wir dieses Werkzeuge hier haben, unsere Fischer, unsere Jäger und unsere Bauern. Bauern haben wir nun nicht, also brauchen wir hauptsächlich eigentlich Fischer und Jäger. Aber wir können zusätzlich eben auch die anderen ausbauen. Das kostet halt dann weder Crowns noch Eisen. Dazu müssen wir die Forschung aber erstmal haben. Und ich dachte jetzt, wir machen erstmal hier Verhandlungen, damit wir die Marktpreise drücken. Und dadurch mehr Stein uns kaufen können und somit auch schneller die Gebäude hochmachen. Oh, Gruppenarbeit. Ihr erhaltet ein kostenloses Festmahl pro Jahr. Ihr wehrt eure Verteidigungstürme und all euren militärischen Einheiten 20% Resistenz beim Schmausen. Das ist wunderbar. Wir machen das sogar, weil wir haben gerade Schneesturm. Stell ich gerade fest. Was dazu führt, dass wir natürlich erhebliche Einbußen haben. Dann schicken wir ihn und auch ihn erstmal hier rein. Wir brauchen. Wenn es abgebaut ist, ist es abgebaut und dann ist gut. Was ist das? Das ist Fisch, okay. Fisch, Fleisch. Hier oben haben wir noch einen Schatz. Da will ich halt auch hin. Das können wir nämlich dann sehr gut machen. Weil hier haben wir noch einen Bären. Aber wichtig, glaube ich, hier erstmal den Tower aufzuwerten. Weil wenn wir hier ständig angegriffen werden, was ich mal ganz stark vermute, dann sollten wir das auch dementsprechend verteidigen. Hier haben wir noch einen, den schicken wir jetzt endlich mal das Bildchen fahren. Weil wir können noch Geld gebrauchen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da haben wir keinen drin. Könnte man aber eine Handelsroute aufbauen mit den Kobolden. Haben wir schon, okay, sehr schön. Und hier können wir nämlich jetzt kaufen. Unser Speer wurde bei ihm verletzt. Dann marschiert unser Speer erstmal zurück. Oder auch nicht. Steuerung 2. So, jetzt wenn wir hier genau in dem Gebiet nämlich angegriffen von der Widersacher. Und er versucht natürlich den Tower down zu machen. Ist trotzdem jetzt erstmal nach da. Bauen Eisen ab. Sehr gut. So, wo baue ich denn meine Schmiede? Oben könnten wir noch meine Schmiede hinbauen. Achso, das müssen wir unbedingt auch aufwerten. Und weil wir es können und das Gold gerade zur Verfügung haben, hallo, kaufen wir hier für 100. Das hätte sonst 200 gekostet. Einfach mal 20 Steine. Und erhöhen das. So, dann können wir noch. Jetzt fehlt uns natürlich das Gold, sobald wir das Gold haben. Haben wir ihn. Dann haben wir da schon mal eine erhöhte Goldproduktion. Sobald wir das haben, werten wir die Häuser einfach mal auf. Wir haben sonst noch keine anderen militärischen Einheiten gebaut. Was ich als
noch nicht notwendig empfinden. Wir werden anscheinend von ihnen nicht, die produzieren nicht, also die Walküren werden nicht erhöht. Wodurch anscheinend auch die Produktion, also die nicht angegriffen werden, weil die vermehren sich halt nicht. Das bedeutet, wenn wir die down machen und jetzt dann die Wölfe noch down machen, dass wir dann ja, mal nehmen und wir wandern gehen. Schauen, was hier noch ist. Hätten wir nämlich ein schönes großes Gebiet. Ja, er schafft den Bären. So, wir können jetzt Häuser ausbauen. Machen wir. 40. Und ein Haus bringt 3. Ja, dann bauen wir die anderen Häuser auch erstmal aus. Gewonnen. Holen wir uns das Gebiet. Dann heilen wir ihn und machen die Wölfe platt. Machen das platt. Dann kriegen wir hoffentlich wieder um. Und ja, wenn wir ja dann sehen, was wir noch kriegen. Ich kann ihn aber erstmal nach hier schicken, falls wir doch wieder angegriffen werden, weil die vermehren sich hier. Die Drauk greifen, würden uns dann angreifen. Die würden aber dieses Gebiet angreifen, weil sie hier nicht reinkommen. Das ist auch schon mal sehr gut. Könnt natürlich auch Siedler gebrauchen, die in die Wissenschaft gehen, damit wir schneller Wissen bekommen. Wir haben hier oben noch 2 Wissen übrig. Ich würde aber vorher jemanden noch in eine Brauerei schicken, damit wir hier einfach eine stabile Zufriedenheit haben. Eventuell sogar die Marktplätze aufwerten. Das kostet nicht mal Geld. Wenn es kein Geld kostet, machen wir das. Und 80 kosten 4 Stück. Wir werden angegriffen von einem Wolf. Okay, das war fast. Ah, so, was haben wir hier neben? Hier haben wir noch eine Wolfshöhle. Hier, wenn wir die beiden Wolfshöhlen platt haben, sind wir eigentlich da relativ gut dabei. Deswegen greifen wir jetzt mal, sobald du fertig bist. So, jetzt. Frage ist natürlich, wo bauen wir unser Militär hin? Hier ist es ungünstig, finde ich. Ihr seid fertig. Haben wir jetzt hier noch irgendwo Stein? Also, hier haben wir noch Stein. Okay, wenn wir das Gebiet haben, dann gehen wir erstmal nach hier. Das rupfen wir auseinander, weil kostet nur Gold, brauchen wir nicht. So, hier haben wir wieder einen. Jetzt könnten wir den dort natürlich reinschicken. Den wollten wir aber erstmal in die Brauerei schicken, weil die Population macht halt doch ganz schön miese. Muss man jetzt leider Gottes so sagen. So, haben wir. Wir haben genügend Nahrung. Aber wir sollten dann euch noch hier. Mal her. Kommst du nach da? Weil greifen uns nicht an. Ah, warte mal, kannst du überhaupt. Könnt ihr eigentlich hier bauen? Nee, war. Nee. Sehr, sehr witzig. Ich habe jetzt hier 2, die nicht mal bauen können. Das Gebäude ist hier. Und er muss warten. Ist halt jetzt leider Gottes so. Baustelle, ja, ist mir klar. Ja und ja. Ich hab ein. Hier werden wieder angegriffen. Okay, das war fast klar, dass wir hier angegriffen werden. Vorteil ist natürlich, ich könnte ihn jetzt auch rausschicken. Dann würde der Tower weiter schießen. Aber er macht genug Schaden. So, jetzt haben wir hier noch einen. Okay, wir brauchen. Jetzt muss ich überlegen. Okay, ich will den. Brauchen Geld, damit wir hier einkaufen können. Und das. So, dann können wir was hochmachen. Ich muss mal überlegen. Erstmal für die Nahrungsmittelproduktion. Haben wir eigentlich genug? Brauchen wir nicht. Wir brauchen einen, der hier baut. Dann weiß nicht warum, aber ich glaube, der nächste, der kommt, baut erstmal Verteidigung. So, das haben wir. Was wollte ich jetzt machen? Ich muss überlegen, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte Werkzeug, ich habe aber immer noch kein.
Schmied. Machen wir trotzdem. So, warum auch immer, ich baue jetzt hier Verteidigungstürme. Ich weiß nicht, wieso ich das Gefühl habe, dass wir hier angegriffen werden. Es gibt Berichte von Ratten. Euer Speer wurde verletzt. Ja, dann geh doch wieder in unser Gebiet. Hier muss ich auch noch erhöhen, damit ich sein Gebiet erkunden kann. Da haben wir das schon. Nee, haben wir noch nicht. Ja, wenn der damit fertig ist, nee, der baut noch. Wenn der fertig ist, erstmal so. Der fertig ist, baut er hier noch eins. Und hier bauen wir auch noch einen Tower Wall. Verteidigungstürme zählen nicht als Gebäude. Bausteinbruch ist abgeschlossen. Sehr schön. Dann hier. Weil da haben wir noch. Da haben wir noch 30 Steine. Das ist ideal. So, wir haben nicht einen einzigen Händler. Doch einen haben wir. 8. Das hat auch keine Crowns, also machen wir's. So, wieder die Wölfe warten. Hab's mir gedacht. Okay, du gehst nach hier und baust mir bitte auch einen Verteidigungsturm. Den bauen wir. Haben wir dann noch einen? Der geht da mit rein. So, 40 haben wir. Speer machen wir. Der ist jetzt hier. Oh, ich muss da mal was trinken. Ich könnte natürlich, fällt mir gerade so auf, um Wissen zu bekommen, also wir haben ja hier einen Holzfäller. Wenn wir den Holzfäller jetzt nach hier verlegen, würden wir ja mehr Holz machen. Gleichzeitig könnten wir hier eventuell noch einen Hafen bauen. Ich weiß es nicht, ob es möglich ist. Ja, ist es. Das würde für mich... So, hier, wir haben genug Nahrung, Festmahl wird veranstaltet. Und da du fertig bist... Bauen wir jetzt hier einen Holzfäller. Schicken dann die beiden Holzfäller nach drüben. So, wie viel haben wir da? 2. So, damit können wir dann nämlich auch Nahrung und sowas kaufen. Ist ja nicht das Problem, ne? Ja. Auch Eisen können wir kaufen. Jetzt können wir eine Schmiede gebrauchen. Fällt mir gerade so auf. Ich glaube, er baut dann. Bauen wir auch hier. Tja, hier hupf, hier Sprung. Wo wir sie bauen, weil die Gebäude werden ja gar nicht angegriffen. Aber wir können damit eventuell so eine Art Mauer bauen. Hoffe ich. Nach da. So, hier beide. Geht bitte da rein. Du wirst abgerissen. Dann könnten wir hier nämlich noch einen Hafen bauen. So. Was? Euer Hoheitsgebiet? Oh, guck mal. Ich könnte natürlich mit unserem einfach hier reinrennen, aber ich habe irgendwie... Warten wir da noch ab. So. Wenn er fertig ist, repariert er erstmal. Bevor er sich als Schmied vorschlagen macht. Obwohl, wir brauchen auch noch Dingsgebäude. Wir müssen erstmal noch. Wir bauen hier noch 2 Gebäude. Wir brauchen Leute. Zufrieden sind wir noch. Aber wir machen nur noch einen. Zu wenig. Zum Winter. Ein Fest mal veranstalten. Also machen wir nicht ganz so viel Miese im Winter. Auch wenn sich das, glaube ich, im Sommer mehr lohnt, weil dann dementsprechend hoch ist.
Aber können so. So. Rettungstürme sind wichtig. Bist fertig, gehst da rein. Du? Bist du da? Gleich zwei Wölfe, okay. Wie gesagt, die Frage ist jetzt, was mache ich jetzt? Ich würde fast sagen, dass ich meine Militär... Ja, wo baue ich meine militärischen Einheiten? Die werden hier nicht angegriffen. Und hier die Balkön angreifen. Komm, wir bauen hier unser Militärlager. Ich bin wieso eigentlich auf Axtwerfer eigentlich fixiert, weil wir haben einen starken Nahkämpfer. Und ich glaube, dass das ausreicht für ihn. Unser Speer ist schon wieder verwundet worden. Wenn wir mit dem einen festen Nahkämpfer haben und viele, viele Fernkämpfer, also mindestens vier Axtwerfer hätte ich jetzt gesagt, bauen wir. Schaffst du das? Jawohl. Ja, komm, holen wir uns. Wer kämpft denn hier noch? Hallo? Ist das gerade ein Bug? Ach nee, hier oben. Ah, da oben. Da oben, da oben, da oben. Wurde doch gekämpft. Okay. Ausbildungslager ist fertig, dann können wir jetzt Axtwerferlager bauen. Dann bauen wir einfach auch noch ein Schildlager, also Schildmeiz. Jetzt fehlt uns schon wieder. Warum fehlt uns jetzt Holz? Haben wir ein zu wenig? Merkwürdig. Der baut. Hier haben wir jetzt noch einen. Der baut das. Okay, wir brauchen Glück. Ja, glückliches, zufriedenes Volk. Oh. Dann brauchen wir nicht unbedingt, nämlich lieber die Zufriedenheit, weil wir werden definitiv unser Volk jetzt ganz schön vergrößern. In der Fett. Schildknappenlager ist abgeschlossen. Dann kommen wir mal nach hier. Bauen wir definitiv. So, ach, Schmiede. Mist. Voll vergessen, so, die sind kostenlos. Händler für Crowns brauchen wir definitiv. Brauchen wir aber auf jeden Fall die Axtwerfer. Machen wir dann so. Und euch. So, das brauchen wir. Du baust. So, wir hatten jetzt hier. Wieso? Ach, das ist mein. Ah, oh, das ist mein Speer. Ah, Mann, ja. Der kann ja erstmal, meiner Meinung nach, auch hier Zivilist wieder werden. Ihr beide könnt bitte Schildknappe Axtwerfer werden.
Kannst da rein, hier geht auf Raubzug, weil wir brauchen viel mehr Wissen. Nur ein? Ach, ein pro. 12, okay. Ganz schön wenig. Also ich brauche auf jeden Fall einen, der immer wieder reparieren geht. Weiß, ob ich mir das hier auch noch hole. So. Wo willst du denn hin? Ah, okay. Gehst du erstmal mit zum Schmied rein? Voll, voll. Heiler mehr. Wir machen noch ein Fest mal. Jäger ist verbessert worden dadurch. Ja. Sauber. Schon wieder. Wo diesmal? Hier. Und hier. Okay. Tun. Ach ja. Ich hätte jetzt eigentlich gesagt, ich baue hier noch ein Verteidigungsturm. Er setzt sich nach da. Könnte ich eigentlich schon mal aufwerten. Dann machen wir definitiv sehr viel mehr Holz. Rein technisch gesehen können wir da auch noch einen Holzfäller mit reinpacken. Machen wir auch. Genau, du baust weiter. Die Hütte können wir abreißen. Brauchen wir nicht mehr. Die weg haben. Oh, warte mal. Erstmal die hier in der Mitte. Bedeutet meine beiden Axtwerfer. Ich hoffe, die sind. Ah, sind gerade dabei, sehr schön. Dann warte ich da nämlich mal ab, bis die fertig sind. Wir haben jetzt wieder davon Bau. Okay, okay. Alles voll. Wie viel können wir denn 1000? Ja, dann können wir ja gleich noch ein Fest mal hinterher schmeißen. Oder wir warten bis zum zum Sommer. Bis zum. Oh, hier geht erstmal nach. Ja, doch, nach da. Wir warten jetzt, bis die Drau kommen. Und den einen da noch platt. Der kriegt auch Probleme damit, das ist gut. So. Hier haben wir noch eine Hütte, die wir noch aufwerten könnten. Aber vorher schauen, wo ist jetzt dieses letzte Schaf da? Warum ich dieses Schaf da noch nicht drin habe? So, Axtwerfer wurden aufgewertet, sehr schön. Ah, Mist. Dessen zu gucken. Das mal reparieren. Haben wir hier noch ein. Ach. Ja, würde ich ja fast mal sagen, ich mach dich hoch. Achso. Ganz vergessen. Ach, jetzt müssen die einmal außen rum, wa? Dann holen wir uns.
uns das halt gleich nochmal. Hier mal Verteidigung. So. Wo ist er denn? Also. Brauchen diese Mitte. Brauer ist fertig. 10 machen die Brauer. Und ganz dringend ich die Mitte. Komm noch einen vierten. Und die Schmiede machen gerade gar nichts. Das gefällt mir nicht. Holzfäller. Können wir aber noch 420 einkaufen und die Schmiede weiterhin benutzen. Und zwar als erstes mal Seefahrer. Heiler. Genau. So. So, was würden wir jetzt machen? Natürlich, ja, Waffe, wir wollen stärker werden. Ja, Winter ist gut. Was ist das? Erhöht die Resistenz eurer Zivilisten um 20% pro Gebäude in dem Gebiet. Ist das jetzt Resistenz gegen was? Holzfälle wurden verbessert. Und trotzdem machen wir Minus. Wir machen aber Nahrung. Plus ein kostenloses Festmahl machen wir. So, haben wir jetzt diesen einen noch dazu bekommen? Ja. Wo rennt die 1 rum? Okay. Die Frage ist natürlich jetzt, wo packe ich den rein? Wir müssen ja langsam mal fertig werden, meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach. Los, komm, wir lassen das mit den Valkyren. Ihr Angriff. Wir haben zwar Winter, aber ich würde fast sagen, wir greifen ihn jetzt an. Es ist Sommer, perfekt. Perfekter Zeitraum. Packen wir jetzt erstmal zurück zum Heilen. Dann geht nämlich seine Brauerei im Arsch, sein Jäger am Arsch und er. Nein. Und gerne. Aber ich heile ihn weiterhin. Heiler wurden verbessert, sehr schön. Ja. Wir haben nicht mehr genug, aber was würden wir als nächstes machen? Nein. Lasst euch kurz heilen. So, das sollte ja kein Problem darstellen. Komm hier, Schmied. Schmieden jetzt alle fertig. Meister der Lehren. Bär. Bauer können wir kostenlos machen. Oh.
bisschen mehr. Da rein. Da rein. Kann ich mir die erhalten? Das wäre ja geil. Geht sogar. So, dann schlage ich vor. Es ist noch nicht. So. Oh. Ihr wisst einfach nicht, wann es genug ist. Stimmt's? Keiner kann behaupten, ich hätte euch nicht gewarnt. Söldner, wenn ihr sie besiegt, werden eure Geldbeutel randvoll sein. Ich setze hier nicht mein Leben aufs Spiel. Ihr habt euch wohl. Nein, bleib da, du Feigling. Junger Gebieter, Hagen scheint aufs Ganze gehen zu wollen. Ich glaube nicht, dass wir sie lange aufhalten können. Tut mir leid, euch enttäuscht zu haben. Gebt die Hoffnung nicht auf. Alvard, ihr werdet überleben. Glaubt mir. Komm hier. Da kommen noch mehr. Ich glaube, wir sind genau rechtzeitig gekommen. Genau rechtzeitig. Wir haben den Großteil des Gemetzels verpasst. Seid gegrüßt, Igel vom Wolfsklan. Was auch immer. Es gibt überlebende Krähen. Ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, renne ich mit meinen immer noch hier weg. Und versuche eine Art Verteidigung aufzubauen. Und da kommt der Rest. Sehr schön. Man nämlich mit denen in den Krieg ziehen. Die haben schnell alles verteidigt. Allerdings habe ich auch ganz... geht eigentlich, ne? Vorwärts, die greifen auch an. Oh, jetzt greifen die Walküren an. Ja, der eine, den ich da unten hatte, ne, der mir das hier sichern soll. Achso, der hat das so ja gesichert. Bevor er gestorben ist. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, die kennt da noch nicht rein. Ja gut, dann. Ist das so? Los, komm. Wir haben es doch. So. Warum rennt der denn? Okay. Aber jetzt geht's hier rein. Vorwärts. Oh, eine negative Auswirkung auf die Beziehung. Wir kämpfen schon die ganze Zeit mit denen. Sind das jetzt Feinde oder Freunde? Feinde, okay. Aber woanders haben die jetzt keine mehr abgesetzt, ne? Ja. So. Und wir machen das einfach nur. So, warten wir jetzt, bis das hier abgefackelt ist? Oder müssen wir alles abfackeln? So. Ihr rette einfach noch. Die Brauerei. Schön. Sauber. Den Göttern sei Dank für euer Eingreifen. Ich
bin mehr als dankbar, dass ihr euer Leben riskiert habt, um uns zu retten. Halt, was? Heißt das, wir sind hier, um Leute zu retten? Lasst mich raten, nach Söldnermorden habt ihr nicht weiter zugehört. Versteht mich bitte nicht falsch, aber war so viel Brutalität wirklich nötig? Ich werde Hagen für euch umarmen, bevor ich ihn töte. Ein einzelner Mann und so viel Überheblichkeit und Rücksichtslosigkeit. Ich wünsche euch, dass ihr alt genug werdet, um die Früchte eurer Siege zu ernten. Ja, das Ende. Sieg. Kapitel 3. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Falls ihr Anregungen habt, gerne in die Kommentare. Und ich sag dann, tschö mit Ö.